In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euer altes Fußbodenthermostat gegen ein neues tauschen könnt. Mit dem neuen könnt ihr besser regeln, besser steuern, es sieht besser aus und hierdurch könnt ihr viel Energie sparen bei besserem Komfort. Dieses Fußbodenthermostat gibt es derzeit für 20 Euro bei Amazon. Für eine fachgerechte Installation des Thermostates müsst ihr euch erst mit der bestehenden Funktion eures Thermostates auseinandersetzen. Fällt die Temperatur unter den eingestellten Wert, steuert das Thermostat den Stellmotor an der Fußbodenheizung. Um herauszufinden, welcher Leiter den Fußbodenstellmotor schaltet, müsst ihr das Thermostat unter Strom betreiben. Hierbei herrscht Lebensgefahr. Ich teste zunächst, der unterste Leiter ist die Masse, führt keinen Strom. Der zweite kommt vom Sicherungskasten und hat immer Spannung. Und der dritte kriegt nur dann Spannung, wenn das Fußbodenthermostat ein- und ausgeschaltet wird. Nochmal die Wiederholung. Schwarz führt 230 Volt, blau ist der Neutralleiter und braun wird durch das Thermostat geschaltet ebenfalls 230 Volt auf den Stellmotor der Fußbodenheizung. Jetzt wird der Leitungsschutzschalter auf ausgestellt und die Dose vollständig demontiert. Nochmals die Überprüfung auf stromführenden Leiter. Durchheben der Wahlscheibe und Entfernen der Schraube könnt ihr das Thermostat weiter demontieren. Nun seht ihr die neue Befestigung des neuen Fußbodenthermostats. Hierbei muss das Lochbild mit der Dose übereinstimmen. Nach dem Anschluss der Halterung muss das Fußbodenthermostat richtig angeschlossen werden. L wird mit Schwarz verbunden, 230 Volt ständig. N ist der Rückleiter und L1 hier links zu sehen, muss an den Fußbodenthermostat. In unserem Fall ist das die braune Leitung. Die Steuerleitung braun wird als erstes angeschlossen. Diese hat nur dann 230 Volt, wenn das Fußbodenthermostat durchschaltet. Als zweites dauert 230 Volt vom Sicherungskasten. Und zum Schluss die Masse. Wenn alle Leitungen fachgerecht verdrahtet wurden, könnt ihr das Fußbodenthermostat in die Halterung einhängen. Nun könnt ihr die Sicherung wieder einmachen und euch von der Funktion eures neuen Thermostates überzeugen. Das hier vorgestellte Fußbodenthermostat kann über den mittleren Knopf ein- und ausgeschaltet werden. Zudem kann es in einer programmierten Funktion betrieben werden und über manuelle Temperatureinstellungen.
Nun ist die manuelle Temperatureinstellung angewählt und ihr könnt über den Wahlschalter die Temperatur im Raum bestimmen. Wird eine Sonne angezeigt, bedeutet dies, dass die Fußbodenheizung an ist. Geht die Sonne aus, ist die Fußbodenheizung nicht an. Im nächsten Video wird die Programmierung und Kalibrierung des Thermostates gezeigt.